The upcoming talk is von Frank. He has die erste Folge von diesem Talk schon gestern gemacht. Gestern ging es um den ersten Teil des Titels, warum wir abhängig sind von Lithium. Und jetzt sind wir im zweiten Teil und wie wir die Sucht loswerden. Arbeitet im Wissenschaftsteil einer Zeitschrift, deren Namen ich nicht mitgekriegt habe. Spaß mit dem Talk. Danke. Viele Herolde, die auch sehr helfen mit den Talks. Danke dafür. Gestern habe ich Lithium-Ionen-Batterien geredet und wieso wir von Lithium abhängig sind. Jetzt, was können wir dagegen tun? Wir werden über Sodium reden oder Soda. Letztes Jahr war eine große bei CATL, CATL, eine chinesische Firma, Contemporary Amprex Technologies. Sodium-Ionen-Batterien produzieren. Zwei Jahren. Bauen gerade die Infrastruktur, die Fabriken. Zellen, die gebaut werden. Elon Musk sagt, Prototypen sind leicht, Produktion ist schwer, Produktion wird länger dauern, wird aber kommen. Aber die Ankündigung war halt eine Batterie mit 160 Watt pro Kilogramm. Lädt sich schnell auf, hält viel Kapazität zurück, auch bei sehr niedrigen Temperaturen. Mehr hitzeresistent und sicherer als Lithium-Ionen-Batterien. Ein Lithium, Kobalt, Nickel, Graphit oder Kupfer drin. Auch viel günstiger. Leute Augen gerieben und gedacht, was zum Teufel passiert da? Kann das überhaupt stimmen? Und der Punkt ist, ja, es ist wahr. Nur möglich, es wurde auch schon gemacht vor einigen Jahren. Erstmal Batteriemodell waren ein bisschen schlechter beigebaut. APAE-Projekt, das Energieministerium, 2,9 Millionen Dollar, das ist nicht so viel. Das war von 2012 bis 2016. Genau die gleiche Batterie entwickelt, hatte halt 20% weniger Kapazität. Stabil, mehr als 1000 Zyklen. Many more than 1,000 charge cycles. So very nice technology indeed. It's just that they then went on and gegrillt, versucht zu verkaufen, Institutionen oder Käufer, und das war's dann. And that was that. Similar story happened with phosphate. Letzten Talk geredet haben, auch vollständig in uns hergestellt und niemand hat es interessiert. Mehr Firmen hier auf der Slide, Faradion, Smart und Altris. Altris kann auch das Problem war nie, ist die Technologie da? Das Problem war immer das Investment. Wird da genug Geld reingepumpt, um diese Batterie überhaupt zu bauen? CATL ist der größte Produzent von Batterien der Welt. Und als sie das halt announced haben, dass sie diese Batterien bauen, angekündigt haben, dass sie die bauen wollen, hatten Geld, die hatten die Ressourcen, Macht. Auch sehr ähnlich dazu, wie Lithium funktioniert. Eigentlich das Gleiche. Auf der linken Seite eine, oder auf der anderen Seite.
It's hard copper, Ladung. It's not graphite. We will talk about that more. Wandert dann halt. And when you discharge it, it goes in the other direction. And the ions go back from the anode to the Wenn du es entlädst, dann geht es zurück zur Anode zur Kathode. Wenn du es lädst von der Kathode zur Anode. Und ja. Dass du die Elektrizität von den Elektronen da drin benutzen kannst für was auch immer du willst. Ist schlechter, das ist jetzt nicht erste Wahl, schlechter, dreimal schwerer, zum Beispiel, sonst nicht so. Bad when you look at the entire thing because a typical battery wiegt 4 Kilo pro Kilowattstunde. That's beste mögliche Batterie. It's slightly less than 4 kilograms for the newest kinds of batteries, but the lithium inside 130 Gramm, and when you das einfach mit Sodium ersetzt, dann ist es 300 Gramm mehr und das ist jetzt nicht so viel. And also when you brauchst du keinen Kupfer. As you have seen, Seiten sind Aluminium. Seite hat einen Kohlenstoff, eine Anode Kupfer. Weil sonst mit Aluminium kombiniert und zerstört. Also kannst du keinen Kupfer, kannst es nicht benutzen, musst Kupfer benutzen. Das ist viel schwerer. Da wieder 200, 300 Gramm weniger. And so the difference is just negligible. Nein. Der große Unterschied ist Spannung. You lose about 0.3 volts, and that's about 10% of the voltage. And voltage is, well, it's almost the same as energy. It's the energy per. Das gleiche wie die Energie pro Elektron. Ist einfach 10% der Energie. Das ist einfach gar nicht so eine große. Haben gesehen. Bist du von den physikalischen Eigenschaften vielleicht 20%, ein bisschen mehr als 10%, die entwickelt wurde von Sharp und RTL, Batterie, die preußisch-blau benutzt als Kathode, das Eisen drin als Haupt, als the atom that the sodium has to react with. And the rest Kohlenstoff, is nitrogen in a nice Stoff, kristallin Aster, weil einfach das Sodium mit dem Eisen reagiert. Aber diese Struktur ist groß, recht groß, eine niedrige Dichte. Die Dichte ist ungefähr 2 Gramm pro Kubikzentimeter. Das ist ziemlich niedrig für ein Kathodenmaterial. Ansonsten ist es eigentlich ziemlich okay. Es ist ziemlich genau dasselbe wie Lithium-Ionen-Phosphat. Also das andere Problem damit, wo die Leute sich gewundert haben, ist, dass sie einfach zu viel versprechen. Die Batterie lädt so schnell, soll in der Kälte besser funktionieren als in der Wärme. Wie soll das gehen? Das andere Problem ist mit Natrium. Natrium ist nicht so reaktionsfreudig mit dem Zeug um ihn herum. Die Natrium-Ionen fließen relativ frei durch das Elektrolyt und man hat größere Leitfähigkeit. Und das heißt, man benutzt jetzt dieselben Elektrolyte und das soll ihnen helfen, schneller zu laden. Und sie benutzen Propylencarbonat. Also, das würde normalerweise Graphit zerstören, das man üblicherweise als Anodenmaterial benutzt in der Batterie. Und das heißt, Graphit funktioniert nicht. Graphit benutzt man, weil man die Lithium-Ionen in die Schichten zwischen den Graphitschichten zu packen. Und jetzt ist das zu groß, es passt nicht mehr zu die Schichten rein. Das heißt, man überlegt, Propylencarbonat zu benutzen. Das kann man sogar bei frostigen Temperaturen benutzen, also unter Null.
hartes Kohlenstoff ist nicht ganz so regulär wie Graphit. Das wurde die letzten 20 Jahre, genauer gesagt im Jahr 2000, werden die ersten Berichte veröffentlicht über harten Kohlenstoff als Material für Anoden. Das Material ist inzwischen extrem zuverlässig, lange Lebenszeiten und die Leistung wurde auch über die letzten 20 Jahre immer weiter verbessert. Und es ist jetzt nicht gerade experimental oder so. Wir sind sehr sicher, dass es funktioniert und niemand hat wirklich Probleme mit Kohlenstoff, außer halt diesen Leistungsproblem, dass es eine niedrigere Dichte hat, also niedrigere Dichte als Graphit, wie man hier sehen kann. Es ist nicht besonders strukturiert oder wohlgeordnet. Dadurch hat es eine niedrigere Dichte, ist also größer. Und man hat mehr Verluste bei den ersten Zyklen. Das wurde in der letzten Zeit zwar verbessert, aber es ist noch nicht ganz da, wo Graphit war. Das heißt, man verliert 4 oder 5% bei Graphit und bei harten Kohlenstoff waren es 10%. Früher waren es sogar 20, aber das ist einer der Gründe, warum die neueren Batterien von Cuttle jetzt sehr viel besser sind als die alten. Auf der anderen Seite, es ist nicht Graphit, also wir brauchen nicht die hohen Temperaturen. Die man für die Synthese braucht bei Graphit. Und man hat sowieso nicht natürliches Graphit genommen. Niedrigere Temperaturen bedeuten auch, dass es energieeffizienter ist. Es ist sogar billiger. Und der andere Vorteil ist, es ist nicht so sauber angeordnet, es ist relativ irregulär. Und weil es irregulär angeordnet ist, hat man auch kein hartes Limit darüber, wie viele Atome man da drin einlagern kann. Das heißt, es gibt die Anzahl der Atome, die man in Graphit einlagern kann, ist relativ limitiert. Und das wurde bisher kaum erreicht. Bisher hat man 50 Milliampere-Stunden pro Gramm speichern können und es ist jetzt näher dran an dem, was pures Graphit machen könnte. Die andere Sache, wo viele Leute sich irren, auch Forscher, die sich damit befassen, in der Industrie sagen, ja, Natriumbatterien sind nicht gut genug für Autos und ich verstehe nicht wirklich warum. Wirklich nicht. Weil viele Leute sagen, dass sie benutzen nie Zahlen. Dann sind es ziemlich genau dasselbe, was das Tesla Model 3, das im Moment für $40.000 verkauft wird, hat, dann kann man wohl erwarten, dass wenn es quasi das High-End-Modell ist und es die gleichen Zahlen hat, dann sollte es ja wohl gut genug für Autos sein. Und sogar aufgrund des geringeren Preises sollte es auch für billige Autos denkbar sein. Und das ist natürlich alles nur eine Schätzung, weil Cuttle hat zwar diese Zahlen veröffentlicht, aber man kann ja auch Plausibilitätsbetrachtungen anstellen darüber, wie hoch man damit kommt mit der Energiedichte. Und das sind ungefähr 180 Wattstunden pro Liter, die ich angenommen habe. Wenn ihr dafür mehr Details wollt, dann fragt mich im Chat dazu. Also ja, meiner Ansicht nach sind Natriumbatterien gut genug für Autos. Und John Goodenough had a hand in developing the Prussian Blue. He still working. Der Forscher arbeitet immer noch an der Uni an einer Forschungsgruppe und ich glaube, oder hat da gearbeitet in 2011, als er 19 Jahre alt war. Und seine Forschungsgruppe hat damals ein Paper über Preußisch Blau veröffentlicht, dass es genutzt werden könnte für Batterieforschung. Und trotz seines hohen Alters ist er immer noch extrem aktiv
in der Community und ist immer noch aktiv an der Forschung dran und in der Entwicklung. Und Natrium-Ionen-Batterien brauchen nicht nur Anoden, sondern auch Kathoden. Und das ist sogar der Kern des Ganzen. Und Preußisch Blau hat einige Eigenschaften, es hat eine ganz vernünftige Leistung. Es hat ungefähr 500 pro Kilogramm und eine niedrige Dichte. Das mit 2,1 Gramm pro Kubikzentimeter, das ist ziemlich schlecht, weil es ist sehr niedrig und man braucht dann halt relativ viel Volumen. Und man braucht mehr Elektrolyten und das heißt, es wiegt dann auch mehr. Das heißt, die letztendliche Energiedichte ist natürlich schlechter, als wenn man etwas hätte, was eine höhere Energiedichte hätte. Und alle Zellen brauchen dann einfach mehr Platz. Das zweite Material, das im Moment sehr beliebt ist, ist Vanadiumphosphat. Es ist super für Höchstleistungsanforderungen, also hohe Leistung, schnelle Leistung. Es ist aber viel teurer und es hat auch eine viel niedrigere Energiedichte. Besonders bei hoher Leistung, die es abgeben muss, es ist besonders schlecht. Es wurde in Frankreich entwickelt. Und es wurde weiterentwickelt aus vorherigen Ansätzen, die Lithium verwendet hat. Und es hat auch wieder Schichten von Oxiden. Achso, das ist das dritte, sorry. Hat viel höhere Dichten, viel höhere Energiedichten. Es benutzt mehr Mangan, weniger Nickel. Man kann zwar Nickel benutzen, muss man aber nicht. Und damit kann man die Energiedichte verbessern. Es gibt schon sehr gute Resultate. Das heißt, man kommt auf ungefähr 600 Wattstunden pro Kilogramm, auch wenn man Stabilisatoren mit betrachtet, die nötig sind. Das reine Material wird sogar 750 Wattstunden von Kilogramm ist. Das heißt, man kriegt ungefähr 50% von dem, was man mit Lithium kriegen würde, aber es hat andere Probleme, weil die Natrium-Ionen größer sind als die Struktur. Oder die Struktur ist eine andere, muss man sich entscheiden zwischen einem Material, das entweder sehr stabil ist und relativ hohe Energiedichte erreichen kann, aber man muss es herstellen, wo man relativ wenig Sodium reinkriegen kann und die meiste Natrium muss dann eben von der Umgebung kommen. Und das ist relativ einfach bei einem Lithium-Ionen-Batterie, weil man das ganze Lithium in der Kathode drin hat und man muss es nur laden und dann bewegt sich das Lithium rüber zur Anodenseite. Und wenn man das natriumarme, stabile Material kriegt, dann hat man das Zeug entweder schon auf der Anodenseite oder man muss es irgendwo anders unterbringen. Und da läuft aktuell immer noch die Forschung, wo man das überall reintun kann. Gibt es irgendwie Binder, der das Ganze zusammenhält oder wenn man die Trennschichten nimmt zwischen Anode und Kathode oder sogar in das leitende Kohlenstoff kann man das einbauen. Das heißt, das Natrium könnte daraus freigesetzt werden. Und da gibt es immer noch reichlich Entwicklung und Forschung, was betrieben wird. Die andere Möglichkeit ist, dass man eine natriumreiche Struktur aufbaut, die aber deutlich weniger stabil ist. Und das ist irgendwo zwischen den beiden Werten und da kriegt man ungefähr 500 Wattstunden pro Kilogramm. Das wurde auch schon demonstriert, dass das geht in England. Da gab es, die haben ein Material hergestellt, was eben 500 Wattstunden pro Kilogramm schafft. Deren Batterien
sind relativ sicher. Die Sicherheit von Natrium-Ionen-Batterien ist generell besser als Lithium-Ionen-Batterien, weil die Natrium-Salze bei viel höheren Temperaturen sich erst zersetzen und die Natrium. Das sind die ersten Dinge, die sich zersetzen, wenn man das erhitzt. Salzen und die Fluoride reagieren mit dem Elektrolyten rundherum und das erhöht dann die Temperatur der Batterie noch ein bisschen und noch ein bisschen. Wann ist das Kathodenmaterial selber aufgelöst und löst dann Sauerstoff oder andere schnell auflösende Stellen aus, fängt dann an zu brennen. Das ist ein Riesenproblem. Anderen Materialien, Lithium-Ionen-Batterien, sehr brennbar. Anderen Materialien ein sehr viel kleineres Problem. Anderer Vorteil ist, dass du Propylencarbonat benutzen kannst. Lithium-Batterien musst du Ethylencarbonat benutzen, das in einem sehr warmen Sommer schon zum flüssig wird. So halt mit anderen Komponenten mixen und dann wird es sehr brennbar. Gas brennt auch schnell. Ein großer Grund, warum die Lithium-Ionen-Batterien Feuerwalzen ausbreiten können. Brauchst du hier nicht, um den Schmelzpunkt zu verringern, der ist nämlich schon sehr niedrig. Brennbarkeit nicht ganz so schlimm. Der andere Punkt ist, das kannst du das Ding Natrium-Ionen-Batterie auf 0 Volt runterladen, weil da kein Volt Kupfer drin ist. Kupfer würde sonst sich ins Elektrolyt auflösen beim nächsten Aufladen. Irgendwo in die Batterie kriegen. Also einfach irgendwo sein und dann könntest du auch Kurzschlüsse kriegen und eine völlig zerstörte Batterie bekommen. Darum sind die Lithium-Ionen-Batterien, darf man einfach nie völlig entladen und das ist sehr gefährlich. Das Problem gibt es in Natrium-Ionen-Batterien nicht. Man kann es einfach völlig kriegst du keine Schocks davon, selbst wenn du es völlig entlädst. Völlig entladene Batterie immer noch arbeiten ohne Problem. Was ein sehr großes Vorteil ist für die Sicherheit. Energie ist auch sehr wichtig. Natrium-Ionen-Batterien, weil sie nicht die höchste Energiedichte haben, dass es nicht genug sein wird, dass sie ein bisschen höhere Energiedichte haben wollen. CATL in der Präsentation und haben gezeigt, dass sie das benutzen wollen. Wir werden einfach beides benutzen, beide Batterien in einem Auto, Natrium und Lithium benutzt. Also ein paar günstigere Natrium-Ionen-Zellen zusammen mit Lithium-Ionen-Zellen. Das Beste aus beiden Welten. Wenn es um die Performance bei kalten Temperaturen Natrium-Ionen-Batterien. Natrium-Ionen-Batterien benutzen, während die Lithium-Ionen-Batterien noch aufladen. Genau, Natrium-Ionen-Batterien sind sehr kalte Temperaturen. Energiedichte kannst du dir aussuchen, was du möchtest. Hast Stunden pro Kilogramm gemacht. Kleines Volumen oder kleine Masse haben willst. If you choose 75% Natrium. Eine Erhöhung in Energiedichte.
If you just give up on einfach egal ist, watt hours per kilogram. So you go from 170 watt hours per kilogram to 160, you can save 25% Lithium einfach aus dem Batteriepack sparen. It's absolutely possible to save sehr viel Lithium sparen, and, especially when you're, when the lithium, wenn die Lithium-Versorgung klein ist, dann ist das Materialien, die benutzt werden. This is again for the CATL-Batterie hier wieder. Is aluminium, Eisen, carbon, Kohlenstoff, carbon, hydrocarbon, Stickstoff, and some phosphorus and fluorine. Hydrokohlenstoff und Natrium, Potassiumfluoride. Crustal abundance of elements, and you can find them all here at the top of the. Alle hier auf. Oben auf der Liste der meisten verfügbaren Mineralien finden. Das ist sehr hoch. Elemente sind 12 auch anschaut, das ist Mangan. Das ist sehr gerne benutzt für die Oxidebenen. Kann sehr viel günstiger sein, vor allem weil die Rohmaterialien so günstig sind. Materialien auch sehr viel günstiger, weil Ebenenoxide Keramiken sind. Wenn man darüber weiß, muss man halt auf hohen Temperaturen brennen. Wenn du einfach eine Tasse hast, Ceramic, bei wahrscheinlich bei so 1000 Grad Celsius Band, um daraus diese Keramik zu machen. Aber für preußisch Blau brauchst du nur nicht viel mehr als der heiße Tee, den ich hier in der Tasse habe. Die Kosten sind einfach sehr niedrig. Realkosten Dollar oder so. Per Dollar pro Kilowattstunde. Batteries. Der günstigste Teil, aber das ist einer der günstigsten. Die Herstellung ist viel wichtiger. Du kannst also hochskalieren, sehr große, günstige Fabriken zu bauen, weil die Batterien auch sehr günstig sind. L einfach so 30 bis 45 Dollar pro Kilowattstunde schaffen. Das ist auch schaffbar, weil Natrium und das Elektrolyt viel günstiger ist. Du brauchst keinen Kupfer, das Elektrolyt ist viel effizienter gegen Temperatur. Foils with your trocknen Folien mit den Anodenmaterialien belegt hast. Sonst halt in sehr großen Trocknungsstraßen kleiner machen. Wichtigste ist, wir sagen, das bezweifeln diese Entwicklung. Ja, wir haben halt so viele Startups gesehen, neue Technologien versprechen. CATL ist kein Startup. Es ist die größte Batteriehersteller in der Welt. Ich weiß nicht, wie Argumente anfangen konnten. Das ist sehr merkwürdig. Jahre von Erfahrung werden von der chinesischen Regierung unterstützt. Werden jetzt einfach plötzlich anfangen zu lügen damit, was sie können. Wenn wir wissen, dass diese Technologie vor Jahren schon entwickelt wurde und wir alle wissen, dass es möglich ist. Natur, wenn man der Entwicklung gefolgt hat. Wir werden uns einfach daran gewöhnen, dass diese Technologie passieren wird. Wird nicht nur auf einer kleinen Skala passieren, sondern auch auf großer Skala passieren, weil es der größte Batterienhersteller auf der Welt ist. Also die Natrium-Ionen-Batterien werden in 2 Jahren kommen und wir sollten uns darauf vorbereiten. Wie die Leute, die von Lithium-Ionen-Phosphat überraschten Leute. Was kommt jetzt? Ob jetzt die zweite Generation, die wurde angekündigt, bei 100 Wattstunden pro Kilogramm.
ähnliche Performance wie Ferradion-Batterien, ebenen Oxiden, tauscht nur die Ferradion-Anodenmethode mit, was CATL angekündigt hat. Da kriegst du schon 200 Wattstunden pro Kilogramm. Das ist also sehr realistisch. Die Frage ist, was für ein wird da benutzt? Und dafür haben sie gar nichts zu gesagt, ob da Nickel drin ist oder nicht. Teurer. Materialien werden Mangan halt überschattet. Das wird also sehr günstig. Aber Nickel hat noch höher, viel, sehr höher, hohe Processing Costs. CATL zweite Generation kommen ein Jahr machen wird, 2022. Das ist definitiv relativ realistisch, wenn man sich das überlegt. Das ist nicht mehr weit in der Zukunft. Es wurde schon demonstriert, dass das wahrscheinlich möglich ist, und CATL hat auch schon den Rest davon am Start. Was passiert jetzt danach? Wir werden wahrscheinlich sehen, dass Anodenmaterialien vor Natrium-Anreicherungen sehen. Das ermöglicht mehr Zyklen. Da kann man die Verluste durch Zyklen geringen, indem man mehr Natrium einlagert. Und man kann da diese geschichteten Oxidmaterialien, die genug Natrium in den Schichten haben, benutzen. Während der, kann man zur Konstruktion der Batterie nutzen, und damit hat man dann Energiedichten von 200 bis 250 Wattstunden pro Kilogramm. Das ist ungefähr das, was Lithium-Ionen-Batterien im Moment haben. Und natürlich kann man Festkörperbatterien mit Lithium bauen. Also reine Lithium-Anoden mit Separatoren. Und dasselbe kann man ja auch mit reinen Natrium-Metall-Anoden machen. Das sollte deutlich höhere Energiedichten geben, aber mit Natrium sollte das eigentlich einfacher sein. Das Hauptproblem dabei ist, es ist schwieriger, weil man kein Geld dafür kriegt, weil im Moment hauptsächlich das Geld in Lithium-Ionen-Forschung fließt. Und aus einem praktischen Gesichtspunkt ist es deutlich schwieriger. Aber von der physikalischen Seite her würde ich behaupten, dass es eigentlich einfacher ist. In der Zukunft könnten wir möglicherweise wirklich preußisch-blau-Batterien sehen. Das ist jetzt nicht überragend, das ist ungefähr so gut wie Lithium-Ionen-Batterien, aber es könnte extrem billig sein. Vielleicht, das ist jetzt natürlich alles Spekulation, diese zwei Folien, und damit bedanke ich mich und gebe wieder zurück ins Studio. Hallo? Hallo? Okay, thank you very much. Danke für den coolen Talk, Frank. There are a couple of questions. Time was very short again. Ja, jetzt hat man wieder zu kurz. Fragt sich, ob das größere Problem Solidbatterien, Festbatterien ist. Nicht. Irrelevant. Stationäre Batterien. Auf Grid-Skala, also auf Netzskala. Ja, genau. Das ist auch einer der Gründe, warum viele Leute sagen, dass Natrium-Ionen-Batterien sich vor allem für stationäre Anwendungen eignen. Das ist sogar fast schon ein Meme geworden inzwischen. People kept saying, okay, it's just for stationary storage and maybe some light-duty vehicles, slow vehicles. Oder für langsame Vehikel, also Fahrzeuge. Und das haben Leute so oft wiederholt, ohne jemals auf die Zahlen zu gucken, dass sich völlig verselbstständigt hat, und jetzt sind wir in der Situation, dass die Zahlen eigentlich genauso gut sind wie bei einem Tesla, und die Leute das immer noch behaupten und immer weiter dieses Meme
verbreiten, dass Natrium wirklich nicht gut genug für Autos ist. Und natürlich, stationäre Anwendungen, klar, sofort. Und in einigen Jahren wird man wahrscheinlich Natrium-Batterien fast als Verschwendung ansehen in so stationären Anwendungen. Danke. Kennst du Batterien mit einer niedrigeren Dichte als Wasser? Niedrigere Dichten als Wasser? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, das ist schwierig. Also Lithium hat die halbe Dichte von Wasser, aber du musst es ja mit irgendwas reagieren. Und das, womit man es normalerweise reagieren will, ist schwierig. Also du kannst natürlich immer was machen mit was Leichtes als Wasser, indem du es so ein paar Batterien einschweißt und dann wird es leichter sein als Wasser durch die Luft, die da drin gefangen ist. Aber es gibt Polymermaterialien, mit denen man arbeiten könnte. In denen hat man aber leider gar kein Natrium drin. Das könnte man natürlich einbauen versuchen, aber diese Polymermaterialien, die noch gerade in der Forschung sind, wären wahrscheinlich sogar relativ billig, haben aber so ihre eigenen Challenges. Fragt sich, fangen wir an, um dieses Elektronik-Stuff zu recyceln, Zeug hin? Sorry, das habe ich jetzt nicht verstanden. What was the last bit? Is there some kind of bay for materials? So some place where gibt's da einen Ort, wo man diese Materialien hinbringen kann? Okay. Right now it's not. Also im Moment ist das nicht. Das Problem mit dem Recycling von Batterien ist, dass sie einfach zu gut sind im Moment. Also wenn man jetzt nicht gerade das Auto kaputt fährt, dann wird die Batterie länger halten als das Auto. Und die Batterien in einem Auto, es gibt jetzt schon Batterien, die recycelt wurden aus Autos, aber das ist wirklich die absolute Minderheit. Und es gibt auch Recyclingfirmen, die sich immer noch nicht an dieses Business rantrauen, weil ihr Geschäftsmodell, die haben ihr Geschäftsmodell darauf ausgebaut, dass es deutlich mehr Lithium-Ionen-Batterien gibt zum Recyceln, als es jetzt tatsächlich in der Realität gibt. Und die würden gerne mehr recyceln, aber gibt es einfach noch nicht. Und wir werden, sobald wir dann auch mal die Abfallbatterien haben, werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen Recycling sehen. Thank you. Danke. Eine galaktische Lebensform fragt sich, welches ist bestimmt weit hergeholt, war da nicht Forschung für Flüssigbatterien? Vielleicht der beste Term. Ist da was passiert in dem? Ich habe darüber schon gelesen. Ich muss mich da nochmal darüber zurückerinnern und ich bin sicher, da muss was in dem Department passiert sein, aber nichts, was irgendwie kommerziell relevant wäre. Ich denke nochmal. Also welche Batterie meinen die eigentlich? Es kommt es darauf an, bei Flüssigbatterien, wenn man zwei Flüssigkeiten übereinander hat, die einfach nur getrennt wurden durch einen Stoff dazwischen. Das sind die ich meinte. Die anderen sind so solche Vanadium-Redox-Flow-Batterien, ist, dass man niedrige Spannungen hat und man braucht einen Riesenhaufen Vanadium, um große Mengen Energie zu lagern. Und das ist einfach nicht besonders wettbewerbsfähig, besonders wenn es um den Preis geht pro Kilowattstunde. Und es gibt noch andere Entwicklungen, die
die andere Verbindungen benutzen, auch in der Richtung. Ob die jetzt dann wirklich wettbewerbsfähig hinterher sind, müssen wir dann noch sehen, aber im Moment sehe ich nicht, dass Redox-Flow-Batterien wettbewerbsfähig sein können, auch wenn es kleine Demonstrationen gibt, dass es funktioniert, aber es würde nur mit Subventionen funktionieren. Frage für diesen. Was ist besser für Flow in beide Richtungen? Well, these are actually quite they work in both directions. Das funktioniert relativ gut in beide Richtungen, auch mit hohen Leistungen. Entladen ist immer ein bisschen einfacher als laden, weil beim Laden muss man sich darum kümmern, dass man reines Metall wieder kriegt und nicht Metall. Metalloxide, besonders wenn man Separatoren mit drin. Das üblicherweise ist das nur poröses Plastik, sowas wie Polyethylen, also im Prinzip Plastik wie dein Einkaufstüte. Das kann relativ leicht durchdrungen werden und das will man nicht. Und da muss man aufpassen mit den Ladegeschwindigkeiten, vor allem bei niedrigen Temperaturen. Aber ansonsten ist es relativ okay und das kann man mit ähnlichen Geschwindigkeiten benutzen.